Na gut, das Wasser wäscht den Dreck weg. Ast rein, so Leute, pass auf, wir machen die Tür auf. Maintenance. Ah, der Bunker. Jetzt haben wir doch endlich mal wieder genügendlich. Was haben wir denn da? Wartungsschlüsselkarte gesammelt. Hervorragend. Maintenance B. Leute, wir machen heute eine Maintenance-Tour. Tabletten gefällig? Sichtbogen, Leute. Aha, wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Gamebro, dem Kelvin und der Lydia. Leute, Lydia, Virginia. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, ich habe in der letzten Folge mit euch noch ein bisschen an unserer Bude rumgebaut. Und ich habe auch im Anschluss an die Folge noch ein bisschen Zeit aufs Kind verbracht und ein bisschen weiter gebaut. Ich habe das Obergeschoss etwas ja, ausgeschmückt, ausgebaut und ein bisschen Material reingeschafft und Dinge getan, die getan werden mussten, ganz, ganz dringend. Leute, wir haben sehr viel gebaut. Lydia, zieh dir doch mal was an. Ich glaube, wir müssen dringend mal losziehen, dir was zum Anziehen besorgen. Wird mal langsam Zeit. So, wie gesagt, ich habe jede Menge Sachen vorbereitet. Ich habe hier das Obergeschoss. Zumindest so vom Grunde her schon ein bisschen erweitert. Leute, wir kommen auf jeden Fall voran. Das ist die Geschichte. Ich habe mir für heute vorgenommen, wir ziehen heute noch einmal los. Und zwar brauche ich diverse Dinge und ich möchte heute noch einmal los die Maintenance-Keykarte besorgen. Die Maintenance-Keykarte ist im Grunde genommen der Schlüssel zu allen anderen weiteren wichtigen Equipments, die wir so brauchen und uns holen möchten. Zum einen möchte ich ganz gerne das Katana haben und ich möchte auch sehr, sehr, sehr dringend den Kompositbogen an den Start bekommen, Leute. Ich denke, die Reihenfolge wird sein, wir ziehen jetzt gleich los, organisieren uns einmal die Maintenance-Karte. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, oben das M sein. M für Maintenance-Bunker, glaube ich. Ist das der Band? Schmetterling, mein Lieber. Schmetterling sitzt auf meinem Messer. Wie schön ist das denn? Ein idyllisches Fleckchen haben wir hier. Ja, so, wir müssen ganz dringend mal was trinken. Wir haben Durst. Wir haben Hunger. Wir haben zu trinken. Wir haben zu essen. Ich fülle uns auch noch mal mein Fläschchen auf. Pass mal auf. Ich konnte mir leider keine Suppe mehr kochen, weil... So, füll's mal auf. Weil ich nicht genügend Zutaten hatte und ich habe auch... Oh, danke schon, meine Liebe. Ein schöner Stick, aber ich bin leider gerade voll an Sticks. Kann ich gerade nichts mehr anfangen. Der Kelvin hat uns nochmal neuen Fisch organisiert, weil das wurde auch alles schön knapp. Und ich hoffe... Kelvin? Ich hoffe, du bist noch dabei. Pass mal auf. Hast du gerade Zeit? So, Achtung. Hol. Fische. Und Behälter füllen. Wir brauchen dringend was zu futtern, Leute. Die Nahrung wird langsam knapp. So, hast du was zu tun? Und ich würde sagen, wir ziehen los, bevor der Besuch hier wieder an den Start kommt. Verdammt! Guckt euch das an. Da wurde auch schon wieder was hingebaut, was ich hier nicht haben möchte. Du Scheiße, wie sieht das denn aus, Leute? Ihr seid ja echt widerlich, Leute. Ekelhaft. So, hatte ich jetzt noch was gegessen? Wir haben noch einen Fisch da. So, pass mal auf. Pfeif ihn hier rein. Lass es dir schmecken. Wie gesagt, ganz, ganz dringend brauchen wir diese Maintenance-Keykarte, damit wir überhaupt weiterkommen im Geschehen. Und auf jeden Fall den Bogen möchte ich haben, dass wir da schon mal ein bisschen mehr Firepower haben. Leute, wir spielen auf hart und dementsprechend müssen wir uns hier auf jeden Fall ausstatten. Pass auf, wo wir gerade schon mal hier oben sind. Lasst uns schon mal eben schnell ein paar Baumstämme nach unten schicken, weil wir brauchen Holz, Leute. Was machst du denn da mit den Kräutern, Alter? Nimm dir die Baumstämme. So, hier. Einfach das, was schon mal weg kann, wenn wir doch eh gerade hier sind. So hervorragend. Pass auf. Und jetzt nochmal auf die Karte geschaut. Wir müssen in diese Richtung. Ich weiß, ich glaube, das Fliegen lohnt sich jetzt gar nicht. Das ist gar nicht allzu weit. Also denke ich mal, wir machen uns mal eben gerade zu Fuß auf den Weg. Es ist ja quasi in unmittelbarer Nachbarschaft. Hier unten ist schon der Spot. Ich glaube, hier müssen wir graben. Hier sind wir neulich schon gewesen, hatten aber noch keine Schaufel. Aber... Pass mal auf, die haben wir uns hier organisiert. So, und jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel nicht, nämlich buddeln. Ist in Ordnung. So, hier drunter müsste die Tür sein. Die Türe in den Maintenance-Bunker A. Und ich glaube, die Keykarte hatten wir schon, oder? Beziehungsweise wir brauchten für diesen Bunker hier, glaube ich, ja keine Karte. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wo müssen wir buddeln? Ich glaube... Weiter links, mein Lieber. Hier, hier ist die Tür. Erschreck dich doch nicht.
Und da vorne ist, glaube ich, direkt ein Lager. Kann das sein? Gehen wir gleich eventuell auch nochmal gucken. Aber erstmal gehen wir runter. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es hier unten auch nochmal einen 3D-Drucker. Pass mal auf, gab es hier eventuell... Wir können Batterien mitnehmen. Gab es hier auch Resin? Also 3D-Tinte? Bin mir auch nicht mehr sicher, ob es das Zeug hier gab. Doch, da waren Fläschchen, Leute. Super. Brauchen wir. Wir brauchen nämlich neue Pfeile. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, mach weiter. Mach die Tür auf hier. Ich glaube, wir kriegen endlich mal wieder schlechtes Wetter im Spiel. Leute, das ist doch wirklich ein bisschen verhext, hätte ich fast gesagt. Na gut. Das Wasser wäscht den Dreck weg. Ast rein. So, Leute, pass auf. Wir machen die Tür auf. Maintenance. Ah. Der Bunker. Öffne die Türe. Los, mach auf. Die. Die, verdammt. Wer weiß, wer hier oben alles auf uns wartet. So, geh runter. Leute, ich war so verdammt lange nicht mehr hier. Kannst du dich vielleicht mal... genau, nimm dir mal eine Axt. Ich glaube, das macht Sinn. Hier kriegen wir was zu essen. Ein bisschen Tinte. Sehr, sehr gut. Batterien, ja. Und ein bisschen Munition. Ich weiß das nicht mehr, Leute. Ich glaube, hier unten gab es Gegner. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber es kann durchaus sein. So, wie war das mit der Taschenlampe? Die war auf... Auf 5. Sehr gut. Aber nimm dir die Axt. Und mach langsam. Klebeband. Was zu trinken. Sehr gut. Und Musik. Leute. Hi. Babys, Babys. Babys gibt's hier. Mal da. So, bei 7 Days würden wir uns jetzt einen Schleichschaden rausholen. Verdammt, ich ziehe so schlecht. Ah, eins erwischt, eins erwischt. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, außer Babys gab es hier nichts, oder? Leute, lasst mich nicht lügen. So, und sammelt gleich eine Pfeile wieder ein. Tut mir leid, tut mir leid. Aber ihr seid so gruselig. War hier nicht? Hallo? Das war nicht nötig so. Sammeln wir mal alles ein. Guck mal, hier liegt noch so viel Zeug rum. Und nimm die ganzen Pfeile wieder mit. Draht, sehr schön. Leute, ich war so irre lange nicht mehr hier. Ich glaube, wir konnten, genau, noch ein paar Solarpaneele einpacken. Ich habe die nämlich zu Hause alle aufgestellt. Zumindest einfach mal hingestellt, dass wir die Taschen frei haben und mal wieder ein bisschen neues Zeug mitnehmen können. So. Komm, geh langsam rein, geh langsam. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hab's hier Fingers? So, bisschen Fleisch. Schön aus dem Kühlschrank. Crunchy Wunchies. Auch nicht schlecht. Und speise hier ruhig alles um. Ist kein Problem. Leute, guck mal da. Der Aufsatz für die Pistole. Super gut. Und ein neuer Ort entdeckt. Lebensmittelbunker. Perfekt. Und eine Nachricht. Team, this afternoon it was discovered that the painting from Mr. Puffin's personal collection has gone missing. If anyone has any information, please talk to me directly. Hank. War das nicht so? Ist Mr. Puffton nicht eventuell sogar das Kind aus dem ersten Teil? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, Leute. Und das Laservisier, Leute, pass auf, lasst uns doch mal eben kurz gucken, ob wir unsere Pistole hier modifizieren können. Kombiniere, kombiniere. Einmal das und Taschenlampe oder Laser. Wir machen mal das Laser drauf, oder? Können wir das noch mit drauf packen? Ach, das rein, Leute. Guckt euch das an. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir doch endlich mal wieder genügend Licht. Was haben wir denn da? Wartungsschlüsselkarte gesammelt. Hervorragend. Leute, so, wir betanken einmal den Drucker.
machen uns sofort mal ein paar Pfeile. Ich guck mal gerade nach, wie viele hatten wir denn davon noch? Es waren, glaube ich, nicht mehr als 20. Leute, wir sind voll. Na gut, wir machen einmal auf Vorrat und holen uns die dann bei Gelegenheit hier ab. Und dann waren hier tatsächlich... Mach's doch nicht kaputt, vielleicht wäre da noch was Interessantes gewesen. Und ich habe mich beschleicht da gerade was. Weißt du was? Speicher mal kurz. So einfach, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, hier kommen keine Gegner mehr. Aber ich glaube, hier liegt was für den Kelvin. Leute, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe da ein Gefühl. Ein Buch. Sams Hunde. Was auch immer. Pack's weg, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Na los, pack das Buch weg. Wir haben doch keine Zeit. Dankeschön. Sehr, sehr schönes Buch. Medizin. Und Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir haben den Tuxedo gesammelt. Ass rein. Dann können wir den Kelvin endlich mal schick machen. Und ja, gerade so ein Bart im Blut ist wahrscheinlich das eigene. Tut mir leid, wir müssen raus. So, Ass rein. Dann haben wir die erste Geschichte. Part 1 und 2 auf jeden Fall erledigt. Ich würde sagen... Naja, können wir nicht mit... Können wir? Nee, können wir nicht. Können wir nicht mitnehmen? Bringt uns nichts mehr. Ich hätte gesagt, wir drucken uns noch mal eben schnell ein bisschen Tech-Mesh. Aber das ist eh zu teuer, glaube ich. Das bringt mir nichts. Was war das? Ist ja noch ein Baby. Alter, was machst du hier? Wir hatten doch alle fertig. Du bist doch echt Banane. Kannst doch nicht warm mit mir. Einmal kurz schauen, ob hier noch was rumliegt. Batterien können wir nicht mehr mitnehmen. Irgendwas zum Aufmachen, was zum Kaputtschlagen. Ich weiß, nee, ich glaube nicht. Ich denke, wir haben alles. So, dann raus aus dem Boga. Wunder, wunderschön. Heute Wartungskarte am Start. Die Aufsätze für die Pistole. Ast rein, sehr, sehr schön. Und den Tuxedo für den Kelvin. Sehr, sehr gut. Dann wird er sich auch mal freuen. So, pass mal auf. Nimm dir mal die Pistole. Nein, nicht die Lampe. Kannst du wegstecken? Alter, Leute. So. Einfach mal, dass wir nochmal ein Gefühl kriegen hier. Das wäre sehr gut. Dann haben wir jetzt... Ganz so hoch hier. Ach so, Moment, wir sind ja nicht hier bei Sons of the Forest. Wir sind ja nicht bei Seven Days to Die, wir sind bei Sons of the Forest. Leute, Wortfindungsstufe Level 2. Leute, Wortfindungsstörung Level 3. Level 3 sogar schon. Leute, wird ja immer schlimmer mit mir. Leute, ich bin ein bisschen müde, es ist relativ spät, aber ich möchte unbedingt trotz alledem noch aufnehmen und wenn ich Blödsinn quatsche, nehmt es mir nicht übel. So, ich versuche mal kurz, könnte man hier irgendwie auf den Bagger springen? Weil, wenn ja... Pass mal, vielleicht reicht es ja schon. Ich meine, du brauchst ja nicht so ein Riesen-Mega. Naja, ich... Ja, aber wir kriegen, glaube ich, keine Höhe. Ne? Das ist das Problem. Schade, schade. Wir konnten ein Stückchen fliegen. Aber es reicht nicht, um an Höhe zu gewinnen. Wir brauchen doch einen Stein. Wir brauchen einen kleinen Felsen. Aber das da oben sieht schon gar nicht schlecht aus, oder? Oder hier? Leute, wir sind zu Hause. Ja, sehr, sehr gut. Dann könnten wir theoretisch auch unseren schönen Kletterturm da unten abspringen. Aber ich denke mal, wir nehmen hier unseren prädestinierten Startstein. Der hat sich ja bewährt gemacht. Warum sollen wir jetzt was ändern? Never change a running system. Game, Bro. So, aufpassen. Schnappt ihr den Gleiter? Wir gucken gerade nochmal auf die Karte. In welche Richtung müssen wir denn? Da ist der Wartungsbunker und ich denke, wir müssten jetzt grob geschätzt in diese Richtung los. So, starten wir lieber. Guck mal, ob du noch fliegen kannst. Jawohl, sieht gut aus, sieht gut aus. Und hoch, 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 hoch. Hoch über die Bäume, mal lieber. Das rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So geht ab. Leute, nochmal, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen neben der Spur bin, aber ich bin tatsächlich ein kleines bisschen müde. Darum, wir machen die eine Geschichte. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch den Kompositbogen raus. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Dann haben wir zwei Dinge geschafft. Dann haben wir die Wartungsbunkerkarte und dann haben wir den Kompositbogen geholt. Und dann können wir in der nächsten Folge wieder richtig Gas geben. Eventuell mit einem Höhlenbesuch. Müssen wir mal sehen, worauf wir Lust haben. Sagt mir gerne Bescheid, was ihr gerne sehen möchtet. Aber ich würde sagen, Leute, ich fliege mal grob. Schätzt das möglich? Ich schau mal gerade nochmal. Ja, es ist ein ganzes Stückchen weit Richtung Süden wieder. Quasi fast bis nach hinten ans Ende. Leute, wir sehen uns, wenn wir in der Nähe sind. Ich hatte das ein bisschen zusammen. So, Leute, ich zoome jetzt gerade mal ein bisschen rein.
Wir müssten im Grunde genommen fast da sein. Ich sehe schon den Flugplatz. Und wenn mich nicht alles täuscht, Leute, ich brauche noch mal ein bisschen Schub. Sonst stürzen wir gleich ab. Nicht zu früh landen, Grebo. Nicht zu früh landen. So, wir müssen Richtung Flughafen. Und dann ist das irgendwo seitlich am Flughafen. Müsste ein Feld sein, an dem wir graben können. So, vielleicht landen wir auch mal direkt auf dem Flughafen und gehen dann von dort aus zu Fuß. Oder wir gehen jetzt einfach mal hier vorne irgendwo runter. Das kann nicht mehr allzu weit sein. Nein, Elche, Elche. Oh, verdammt, ich will nicht hier runter. Hier gibt's Elche. Oh Mann, ich habe ganz, ganz, ganz miese Erinnerungen an Elche. Pass auf. Lass dich nicht von Elchen jagen, mein Lieber. Aber mach die Karte auf. So, wir müssen links rum. Genau hier in der Nähe des Flughafens. Verdammt, ich bin doch noch ein bisschen zu weit weg. Das war die Geschichte. In der Nähe des Flughafens gab es immer Elche und die rennen mich doch so gern um. Ich glaube, wir müssen mal einen Schluck trinken, mein Lieber. Wir haben ja die Flasche aufgefüllt. Dann brauchst du keinen Energy Drink. So. Komm, trink ruhig leer. Und vielleicht nochmal so einen getrockneten Fisch hinterher. Ah, das ist so lecker. Das schmeckt so gut. Ah, sehr gut. Auch nochmal ein Seil. Das schmeckt so gut und tut so gut. Oder wie? Ich würde sagen, wir schwimmen mal gemütlich hier rüber. Das muss irgendwo auf der Seite sein. Aber ich bin mir nicht exakt sicher, wo das war. Aber so ein kleines... Auf hier, Kräuter sammeln kannst du machen. Oder, oh, oh, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich habe mich ja auch lange nicht mehr gesehen. Lass mich schön in Ruhe. Und nimm mal ein paar rote Pflanzen mit dir, was auch immer das ist. Beeren können wir brauchen. Ich sehe den Flughafen schon. Hallo? Macht keinen Scheiß, Leute. So, Blumen mitnehmen, Blumen mitnehmen. So, wir müssen mal genau schauen, Leute. Ich weiß das nicht mehr, wo das exakt war. Ich vermute an dieser Lichtung, die wir jetzt sehen. Es ist wirklich alles lange, lange her. Und leider, leider habe ich anscheinend die Karteninformation an der Stelle noch nicht. Aber schau mal hier, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Lager. Jetzt machen wir mal ein bisschen Rabanzamba. Und mit ein bisschen Glück gibt es hier was zu buddeln. Leute, wir schauen uns hier einfach mal um. Da vorne ist die Grabungsstelle. Mach keinen Quatsch, Mädel. Ninja Lady am Start. Ich habe nicht so viele Pfeile, also hör auf zu zappeln, verdammt. Habe ich dich schon? Dankeschön, gib mal her. Es tut mir leid. Wir nehmen dich mal stur. Wir beschmeißen dich auch mit deiner Freundin, wenn du magst. Alter, hör auf, hör auf, hör auf. Wir brauchen nur den Kompositbogen. Dann sind wir auch schon wieder weg. Gib mir die Pfeile wieder. Und ich mag nicht im Nahkampf kämpfen. Leute, wir sind voll mit Rüstung, sehe ich gerade. Weißt du was? Guck mal hier. Erfolgreicher Nahkampf absolviert. Dankeschön, gib mir meine Pfeile wieder. So, wir nehmen dich auch mal wieder mit. Wir haben doch hier irgendwo deinen Lady hingeschmissen. Leute, Orientierungssinn. Wo waren das? Da. Guck mal hier. Mach mal die Fackel an. Oh, oh, oh. Der Rote, der Rote. Was denn du hier, Mann? Aua, hör auf mich zu hauen. Mach's doch weg, Alter. Mann, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja komm, hör auf, deine Kumpel zu essen. Im Ernst. Madame? Du bist hier tatsächlich so die Wrestlerin. Kann das sein? Eingesprungener Tombstone. Mann, kipp um. Wir haben nicht so viele Pfeile. Ich müsste echt mal versuchen, wieder ein bisschen besser zu zielen. Das könnte helfen. So, wenn ihr mich weiter ärgert, dann kümmere ich mich nicht um eure Seuchen. Ganz ehrlich. Dann könnt ihr selber gucken, wie ihr damit klarkommt. So, lasst mich doch in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Zünde ich euch halt ein andermal an. Eventuell, wenn wir wieder rauskommen. So, wir sammeln aber erstmal gerade hier alles ein. Und vielleicht haben wir noch Zeit, uns einmal krönen zu lassen hier auf dem Thron. Leute, guckt euch das an. Dieser wunderschöne Ekelsthron, Leute, ist doch nicht euer Ernst. Ihr baut echt komische Sachen. Kannibalen. Ich weiß es nicht. Oh, oh.
Na, mein Lieber? Auf damit, auf damit. Wo sind all die Kannibalen hin? Dankeschön, danke. Kannst du mir auch deine Spieße geben? Ich habe nämlich, glaube ich, auch nicht mehr so viel Speere. Wo ist es jetzt mal langsam? Alter, was... Nee, das Ding lassen wir hier. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Aber so viele Seile wieder. Astreine Sache. Hat sich doch schon gelohnt. Aber jetzt, komm, hör auf zu looten. Wir haben eine Mission und das heißt runter in den Bunker. Waschbär! Hast du nochmal Glück gehabt, mein Lieber? Ich hatte gerade schlechte Laune. So. Können wir alles nicht mehr mit dem Schade. Wo kommst denn du schon wieder her? Wir waren doch gerade durch hier mit euch. Mann, hör doch mal auf. Ist auch nicht so wild. Wir haben da hinten noch ein paar nachgedruckte Pfeile. Die können wir uns gleich abholen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt mal fertig. So, komm, hol die Schaufel raus, Alter. Wir müssen jetzt ganz, ganz dringend mal buddeln. So, wo war denn die Stelle? Hier ist genau hier in der Mitte, glaube ich. Da, wo die schönen Blümchen wachsen. Rutsch mit dem Torf. Hau rein und hol Rut. Oh. Ja, ich glaube, wir sind hier auf Nummer auf dem richtigen Wege. Hier sieht es gut aus. Ja, immer wenn ich hier bin, erinnert mich das daran, dass das Buddeln bei Seven Days to Die gar nicht so schlimm ist. Sehr schön, ich glaube, wir haben es geschafft. So, mach auf das Ding. Nicht, dass noch jemand kommt. Maintenance B, Leute, wir machen heute eine Maintenance-Tour. Los, mach auf, mach auf. Rimbo. Zieh. Ich wusste, da kommt schon jemand. Rein, rein, rein. Kann doch nicht sein. Ey, was ist denn hier los? So, einmal die. Mach mal so, pass mal auf. Kannst du mal nachladen? Ich weiß gar nicht, ob die noch voll ist. Weil hier sind sicherlich mehr Gegner drin gewesen. Also da bin ich mir fast ganz, ganz, ganz sicher. War das nicht sogar der... Verdammt, verdammt, Leute, Leute, Leute. War das nicht der Bunker, wo wir schwimmen mussten? Irgendwas hier so halb unter Wasser steht? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Irgendjemand zu Hause? Sieht ja fast so aus wie dem anderen. So, guck dich mal erstmal ganz geschmeidig hier um. Meine Nase juckt, mein Näschen juckt so ganz gemein. Neuer Ort, Wartungsbunker C. Halleluja, vielen Dank dafür. Schalldämpfer, Leute. Das machen wir... Nein, das nicht. Den Schalldämpfer bauen wir sofort ran, wenn es denn funktioniert. So, einmal das. Kombiniere. Sehr schön, Leute. Perfekt. Dann haben wir auch das Ding am Start, Leute. Wie wär's, wenn wir gerade eben nochmal abspeichern, wo wir hier sind? Leute, das ist zu lange her. Hallo? Hallo, irgendjemand da? Tabletten gefällig. Seht Bogen, Leute. Wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn. Zum Anziehen gab es hier, glaube ich, nichts mehr. So, wir gehen aber noch mal gerade gucken, was da hinten noch drin war. Nimm dir die Pistole. Da haben wir ein bisschen Licht am Start. Kann doch nicht sein, dass hier gar nichts los ist. Also, ich habe mit allem gerechnet, aber hier nicht mit so einem friedlichen Bunker. War nur die Leiter, war nur die Leiter. So, ich denke, dann haben wir es hier. Leute. Das ging doch besser als gedacht. Aber guck dich hier nochmal um. Ganz, ganz in Ruhe. Vielleicht kannst du hier...
Ich weiß das nicht. Konnte man hier noch irgendwas kleinschlagen? Manchmal konnte man die Technik noch kaputt hauen. Das haben wir, haben wir, haben wir. Ich drucke mir jetzt erstmal nichts. Wir gucken nochmal gerade nach. Was können wir? Trinkflasche, Maske. Maske könnte man theoretisch machen. Den Schlitten. Der ist sehr, sehr teuer, Leute. GPS-Gehäuse, Pfeile. Na gut, dann haben wir erstmal nichts mehr, was wir brauchen. Ich denke. Einmal Chips, bitte. Nee, dann sind wir ja tatsächlich durch. Leute, dann gehen wir wieder raus. Ich habe echt tatsächlich gedacht, wir sind jetzt in dem Bunker, der halb unter Wasser steht. Da haben wir noch mal Dusel gehabt. Würde ich sagen. So, was hältst du denn davon? Guck mal, wo ist denn dein Bogen? Du bist die 3 gewesen. Mach sie mal hier. Mach sie den mal auf 3. Leute, das macht schon mal einiges aus wieder. Hoffentlich. Nee, 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 nicht hochrennen. Einfach drücken. Guck mal hier. Einmal drücken und dann kannst du nämlich die Leiter hochsteigen. So, noch irgendjemand da? Es kam doch gerade noch jemand. Will sich doch irgendeiner mit mir kloppen? Hörchen. Guck mal, können wir direkt mal den neuen Bogen testen, mein Lieber. Und hör auf auszuweichen. Bleibst du stehen? Ja, wie konnte man denn das Bogenschießen nochmal abbrechen? Genau, rechte Maustaste. Ist hier noch Pfeile drin? Nein, nichts mehr da. Hallo? Würde ich sagen, wir machen uns langsam aber sicher auf den Heimweg. Oder wir könnten theoretisch... Tut mir leid, Rascal. Aber wir haben kaum noch Fleisch zu Hause und wir müssen uns ganz dringend nochmal Fleisch zum Beispiel machen. Ruhe in Frieden, mein Lieber. Ruhe in Frieden. Ansonsten laufen wir ein Stück zu Fuß. Ich würde sagen, wir gucken einmal kurz beim Fragezeichen nach. Waren wir beim letzten Mal nicht schon da? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich bin nur dran vorbeigeflogen und nicht hingegangen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir gehen einmal gucken. Und sollte da was Spannendes sein, machen wir das vielleicht in der nächsten Folge gemeinsam. Ansonsten, wenn es was Kurzes ist, kümmern wir uns jetzt noch drum. Ey, stinkt hier. Guck mal, ein liebes Kleines. Und der Hubschrauber mal wieder. Komm, sollen wir dich mal runterschießen? Hm? Sollen wir? Nee, besser nicht, oder? Wir gehen einfach mal gucken. Guck mal, da hinten ist das Lager. Ist das das Fragezeichen gewesen? Ich denke mal, das war einfach nochmal so ein Militärlager. Dann schauen wir uns hier mal um. Es ist aber nicht das Lager, wo wir den... Nein, es ist nicht das Lager, wo wir das Nachtsichtgerät geholt haben. Von daher... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Neuer Kochtopf, sehr schön. Da hockt der Mutant, Leute. Ist ja ekelhaft. So, geh noch einmal ins Zelt. Wir gucken mal. Hier gibt es garantiert irgendwas Vernünftiges. Was zu futtern? Können wir nicht mehr mitnehmen? Leute, ich muss zu Hause mal... Was haben wir denn da? Noch ein Schalldämpfer. Okay, warum brauchen wir denn 2? Können wir der Lydia eingeben oder können wir... Keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Wofür brauche ich denn 2 Schalldämpfer? So, Sprengstoff können wir nicht mehr mitnehmen. Aber hier gibt es doch bestimmt noch was. Munition. Kapuzenpullover. Oh, sehr, sehr gut. Du hast eine Fernbedienung. Guck mal, die Drohnenpatrouille war das hier. Drohneneinsatzkommando. We did detect an unusual burst 7 months ago. Readings were similar to what we would see in a brief dimensional switch. Okay, hier, guck mal da. Da war was total Außergewöhnliches. Pack's mal weg. Ich denke, wir haben alles, Leute. Sehr, sehr schöne Geschichte. Gut, dann haben wir ja heute mal richtig rasiert und richtig abgesahnt hier. Ist doch mal erst rein. Leute, hier ist auch ein schöner Spot, von dem ich gleich starten kann. Ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch das... Guck mal da, ein Gleiter. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr meinen Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig und verzeiht mir nochmal diese müde Runde mit euch. Ich hab's geschafft, ich bin nicht eingeschlafen und wir haben es überlebt. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.